Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich eine weitere Episode von Dein Team für euch am Start. Auch heute habe ich wieder 5 verschiedene Teams von euch mit reingepackt und falls ihr beim nächsten Mal auch dabei sein wollt, dann sendet mir euer Team auf jeden Fall bei Instagram. Dort heiße ich FIFA Allstars Underline David. Ich kann natürlich nicht jede Mannschaft mit reinnehmen, aber ich versuche da wirklich kreative Teams von euch eben mit einzubauen. Also sendet mir euer Team einfach mal und mit ein bisschen Glück seid ihr dann eben beim nächsten Mal auch bei der nächsten Dein Team Episode dabei. Das sind die Leute, die es in die heutige Episode geschafft haben. Bevor wir aber damit starten, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass das Gewinnspiel noch läuft. Schreibt dazu einfach Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation in die Kommentare, um die Chance auf eine von 3 10 Euro PSN oder Xbox Karten zu haben. Das Ganze könnt ihr natürlich in den folgenden Videos auch noch machen, um da eben eure Gewinnchance zu optimieren. Das Gewinnspiel werde ich auf jeden Fall Ende November auflösen. Und wir beginnen jetzt auch schon mit dem ersten Team vom Christoph und er hat hier eine wahnsinnig gute Mannschaft am Start. Dieses Team ist auf jeden Fall weit über 1 Million Coins wert und er hat im Tor hier schon De Gea, dann hat er Aurier als Rechtsverteidiger, Bailly und Ramos in der Innenverteidigung, Linksverteidiger ist Marcelo, dann hat er auf jeden Fall im ZM Casemiro, dann Vieira, die Legende, eine absolut geniale Karte, dann befindet sich hier Bakayoko, im ZOM haben wir Pogba, Stürmer sind dann Griezmann und Lacazette. Ein 186er Rating hat das ganze Team und es ist wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft und man müsste da nicht viel ändern, aber natürlich habe ich dennoch 3 Verbesserungsvorschläge für dieses Team am Start. Die erste Basic-Verbesserung ist natürlich hier Kanté für Bakayoko. Das sage ich zwar immer, wenn jemand Bakayoko im Team hat, aber meiner Meinung nach ist Kanté dann doch schon mal ein bisschen besser, denn er hat erstens mal 5 Ratingpunkte direkt mal mehr und von den Werten überzeugt er da auf jeden Fall auch ganz klar. Also ihr seht hier, Bakayoko ist in fast allen Belangen schlechter, nur in Defensiv sind sie eigentlich genau gleich mit 81 und ja, ich hatte Kanté halt schon in einem Draft das ein oder andere Mal und da hat er mir halt einfach besser gefallen. Bakayoko taugt mir dieses Jahr nicht so, aber falls du sagst, Bakayoko gefällt dir besser, dann lass auf jeden Fall einfach Bakayoko drinnen. Aber Kanté wäre da natürlich auch eine gute Verbesserung. So, als Rechtsverteidiger könntest du dir Valencia in Form holen. Der gute Mann ist natürlich jetzt auch nicht ganz billig, kostet, ja, du siehst es hier, über 400.000 Münzen. Aber falls du eben sowieso jetzt nicht mehr viel verbessern kannst an dem Team, weil es einfach schon sehr, sehr gut ist, dann könntest du dir eben, wie gesagt, Valencia für Aurier holen. Das wäre auch nochmal ein schönes Upgrade. Du siehst es hier auch, Valencia hat absolut genial Werte dieses Jahr. Mit 89 Tempo ist es auch ein richtiger Flitzer und da wäre auf jeden Fall auch eine starke Verbesserung in diesem Team. Und zu guter Letzt wäre dann noch Mbappé Wants to Watch eine absolut geniale Verbesserung für den Sturm. Der Typ ist einfach mal verdammt teuer, aber wie gesagt, du hast so ein Team, deswegen gehe ich auch davon aus, dass du auch einige Coins noch zur Verfügung hast. Es ist natürlich jetzt, ja, ich weiß nicht, ob es dir das wert ist halt eben. Mbappé für 1 Million Coins statt Lacazette, obwohl die beide halt dasselbe Rating haben, aber ich finde einfach Mbappé ist eine absolut geniale Karte dieses Jahr und der spielt sich einfach nur wie ein absoluter Gott. Deswegen würde ich den auf jeden Fall mal testen, vielleicht auch mal seine normale 83er Karte und dann müsste das Ganze eigentlich auch schon passen. Also wie gesagt, dieses Team ist sehr, sehr schwer zu verbessern, weil es einfach schon so gut ist und deswegen Props an dich, Christoph. Das ist eine wirklich, wirklich starke Mannschaft und wir gehen jetzt auch schon direkt rein ins zweite Team. Und das ist hier vom Hannes. Er spielt in der 4-3-1-2 Formation, welche natürlich in-game dann auch wirklich gut ist. Also ich stelle ja mein Team auch immer in eine 4-3-1-2 Formation in-game dann einfach um, denn so ist die Formation, denke ich, besser und so kann man in-game auf jeden Fall auch viel, viel besser spielen und da kommt man auch meiner Meinung nach sehr viel besser zurecht als mit irgendwelchen anderen Flügelformationen. Deswegen erstmal, die Formation gefällt mir sehr gut und wir gehen jetzt das Team durch. Und zwar der im Tor Fährmann, dann Piszczek, dann hat er Jonathan Tah mit Rüdiger in der Innenverteidigung. Rose ist Linksverteidiger, dann ZM Can, Bakayoko und dann auch noch Tolisso, der meiner Meinung nach dieses Jahr eine wirklich gute Karte geworden ist. Dann hat er im ZOM in Form Fekir, Mbappé und dann auch noch Griezmann im Sturm. Zuallererst wäre natürlich eine sehr, sehr einfache und sehr, sehr gute Verbesserung Neuer, denn ich habe mir den vor kurzem auch selber geholt und Neuer ist wirklich eine starke Karte. Der hat mir echt schon viele Spiele gerettet und dann wäre natürlich für Tah Boateng eine wirklich, wirklich gute Option meiner Meinung nach. Und dann habe ich mir noch überlegt, für dieses Chelsea-Liverpool-Dreieck vielleicht einfach ein Manchester United-Dreieck zu nehmen, denn du siehst hier links, dass Bailly auf jeden Fall wesentlich bessere Werte hat als Rüdiger. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr, aber lohnt sich, denke ich, schon. Dann würde ich hier Matic für Can reinpacken. Ist, denke ich, auch nochmal eine gute Verbesserung. Und dann Pogba für Bakayoko. Und in-game würde ich dir raten, das Ganze dann hier zu switchen, denn wenn du so beginnst, dann hat leider Matic nicht die volle Chemie, aber wenn du da eben so beginnst, dann hat jeder seine volle Chemistry. Matic hat hier nur 8 Chemistry, weil er
er eben ZDM ist und halt keine Loyalität hat. Aber wenn das eben beides erfüllt ist, haben alle hier in diesem Team eben 10 Chemistry. Und deswegen würde ich das dann in-game so tauschen. Und das ist, denke ich, dann doch nochmal eine klare Verbesserung zum vorigen Team. Ja, vorne braucht man eigentlich nicht viel machen. Mbappé, Griezmann, Feke, das ist, denke ich, wirklich fast schon ein Traum. Ein Traumangriff, ein Traumsturm. Und ja, das ist auf jeden Fall das Team vom Hannes. Gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Also auch eine interessante Mannschaft mit einigen guten Spielern. Boateng und Neuer wären da halt wirklich noch krass. Mit Bailly in der Innenverteidigung dann auch noch. Also die Innenverteidigung, die ist fast unüberwindbar. Tolisso gefällt mir auch wirklich gut. Das habe ich ja schon erwähnt gehabt. Und Rose ist dieses Jahr auch eine gute Karte. Deswegen, dieses Team ist auch wirklich sehr, sehr stark. Und deswegen gehen auch nochmal Props raus an den Hannes für diese echt sehr, sehr starke Mannschaft. Das dritte Team für heute kommt vom Fabi und er spielt auch in einer Formation, die man nicht ganz so häufig sieht dieses Jahr. Und zwar die 4-1-2-1-2, die zweite. Und zwar, ja, wechseln eben, wie gesagt, auch viele in diese Formation in-game. Also, ja, die meisten wechseln halt in eine Formation, wo viele ZMs sind, damit die Gegner nicht so gut durchs Mittelfeld, durchs zentrale Mittelfeld kommen können. Und er spielt eben von Anfang an dann in dieser Formation. Und im Tor hat er Manuel Neuer, Rechtsverteidiger ist Valencia, dann Boateng, Hummels, Zanetti, die Legende. Richtig, richtig krass. Dann mit Vidal im ZDM, Nainggolan. Im ZOM hat er Hagi, die Legende. Dann hat er Pogba, Lukaku und auch noch Mertens. Also schon mal jetzt ist das eine absolut geniale Mannschaft. Bei diesem Team habe ich echt lange überlegt, was ich da überhaupt verbessern kann. Und ja, eine Verbesserung ist natürlich hier zum Beispiel Valencia Inform oder einfach auch bei den anderen Karten dann immer den Inform zu nehmen. Zum Beispiel jetzt auch bei Mertens oder so. Aber das weißt du, denke ich, selber. Also, dass man da natürlich immer die bessere Version dann auch noch nehmen kann, um da das Team dann natürlich auch nochmal ein bisschen zu pushen. Aber ansonsten, ja, wüsste ich hier nicht wirklich viel zu verändern. Ich habe trotzdem zwei Veränderungen rausgesucht. Und zwar ist die eine Sokratis. Da würde aber dann natürlich Vidal nicht auf Full Cam kommen. Und deswegen wäre dann noch für Nainggolan Desailly Legende eine Option. Der kostet dann natürlich auch nochmal ja, einiges an Coins. Also du siehst es hier, 700.000 Münzen circa, ein bisschen mehr sogar. Aber der hat einfach extrem geile Werte dieses Jahr. Also 83 Tempo und dann auch noch ja, 88 Defending und 88 Physis. Das ist schon echt krass. Das ist eigentlich wie ein Innenverteidiger, aber ist halt einfach echt eine Maschine im Mittelfeld, denke ich. Und dann eben Sokratis für Hummels. Sokratis ist einfach um 14 Punkte schneller bei Tempo. Und das ist das Entscheidende. 64 Tempo ist schon ein bisschen riskant, vor allem in der Weekend League und so. Und vor allem hat Sokratis auch nochmal 8 mehr Physis. Und das sind, denke ich, zwei wichtige Werte fürs Verteidigen, beziehungsweise ja, einfach für einen Innenverteidiger. Und wenn du da eben Hummels spielen lässt, ist es, denke ich, nicht so krass. Auch wenn Sokratis vom Rating her schlechter ist. Aber das ist eben Sokratis Inform. Und ich denke mal, dass diese Karte auch wirklich stark ist. Okay, das ist gar nicht sein Inform, habe ich mich jetzt komplett vertan. Der hat echt eine 86 bekommen dieses Jahr. Aber ja, finde ich echt sehr, sehr stark, wenn du da Sokratis mit einpacken würdest. Desailly wäre, wie gesagt, auch noch geil, aber ansonsten, das Team kannst du auch so spielen lassen. Also, ich weiß nicht, das ist einfach eine krasse Mannschaft. Die kostet auf jeden Fall ein paar Millionen und von dem her wirklich auch eine wahnsinnig geniale Mannschaft von dir hier an dieser Stelle. So, und das heißt, wir gehen jetzt auch schon rein ins vierte Team für heute und das kommt vom lieben Tim. Er spielt in der 4-3-1-2-Formation und ihr seht hier schon, oh, der hat nur 91 Chemistry. Das liegt einfach daran, dass Benzema hier als ZOM spielt und ich ihn halt hier als Dream Squad Spieler natürlich nicht umwandeln kann. Okay, und dann gehen wir auch schon direkt rein und zwar haben wir hier Asensio im Tor, dann haben wir Alves, Piqué, Umtiti, Luis, Fernandinho, Casemiro, Verratti, dann eben ZOM Benzema, den ich da wirklich sehr, sehr gut finde, also da würde ich auch gar nicht so viel ändern. Dann Jesus vorne mit Mbappé dann noch. Und ja, auch diese Mannschaft sehr, sehr kreativ. Das sind einige Ligen, ein schönes Hybrid. Das ist mir auch immer wichtig bei Teams, dass da wirklich viele Ligen mit dabei sind. Denn wenn mir jetzt jemand ein Basic BPL Team sendet oder so, werde ich das zu 99% nicht mit in die Folge mit reinnehmen, weil ich das einfach nicht interessant genug finde. Deswegen, solche Teams sind wirklich perfekt geeignet. Also falls ihr mir Teams sendet, dann schaut da wirklich, dass das coole Hybrids sind, die aus mehreren Ligen bestehen. Und wir gehen jetzt auch schon rein in die Verbesserungen. Und zwar hätte ich erstens mal Navas hier einfach für Asensio. Da würde dann aber Piqué nicht auf die Full Chemistry kommen. Deswegen würde ich dir da dann einfach mal Thiago Silva empfehlen und Varane in die Innenverteidigung. Dann nochmal für Umtiti. Hier würde dann jeder auf volle Chemistry kommen und ich finde ganz ehrlich, dieses Dreieck da hinten, das sieht einfach nur absolut genial aus. So. Und was du dann natürlich auch noch machen kannst, ist dir Marcelo für ja, Felipe Luis zu holen. Marcelo ist schon deutlich stärker als Felipe Luis. Der ist zwar einen Tempowert langsamer, aber sonst hat er viel, viel bessere Werte, beziehungsweise ja, er ist auch, finde ich, einfach ein konstanterer Linksverteidiger als Felipe Luis. Hat nochmal die 4-Sterne-Skills und der kann offensiv auch auf jeden Fall einiges reißen. Und ja, wie gesagt, war
Khan ist eine starke Karte, da braucht man, denke ich, nicht viel diskutieren. Das dürfte jetzt die normale Karte sein, genauso ist es. Du kannst natürlich auch hier diese Karte holen, aber ob sich das lohnt, das weiß ich nicht. Ob der da vom Rating so hart gepusht wird. Und Thiago Silva ist, denke ich, auch wie jedes Jahr eine gute Innenverteidigungskarte. Er hat halt nur eine Größe von 1,83, was jetzt aber auch, denke ich, nicht so schlimm ist. Also es geht, denke ich, in Ordnung. Und ja, wie gesagt, Navas im Tor ist leider auch nicht der Größte, aber habe ich auch schon selbst gespielt in Drafts und da war er auf jeden Fall auch sehr, sehr solide. Deswegen würde ich dir diese Verbesserungen echt ans Herz legen. Du siehst hier, ich habe eigentlich fast nur deine Verteidigung verbessert, denn ich finde die Offensive, die passt eigentlich soweit ganz gut. Hier der Hyperlink mit Fernandinho und Jesus, das sieht schon ziemlich stark aus, deswegen ist das auch meiner Meinung nach eine sehr kreative und eine sehr, sehr gute Mannschaft. Das allerletzte Team für die heutige Episode kommt vom Luca. Er spielt in der 4-3-3 die zweite Formation. Sieht man meiner Meinung nach auch nicht ganz so oft dieses Jahr. Und ihr seht schon, das ist jetzt mal nicht ganz so teuer. Also dieses Team ist auch eher für Leute geeignet, die jetzt ja vielleicht nicht ganz so viel FIFA spielen oder einfach an sich nicht so viele Coins haben. Und ja, wir gehen das Team durch. Er hat im Tor Joe Hart, dann Bellerin, Koscielny, Smalling, Evra. Und dann Fekir im Mittelfeld mit Bakayoko und Carvalho. Dann hat er als rechten Flügelspieler den 5-Sterne-Skiller Martins. Dann Bas Dost und den werde ich auch nicht verändern, denn er hat gemeint, er hat dieses Team um diese Karte gebaut. Deswegen wird der da auf jeden Fall stehen bleiben und dann auch noch Depay als Scream-Karte auf dem linken Flügel. So, und ich habe insgesamt, ja, einige Verbesserungen, einige Optionen, die du da, ja, anwenden kannst. Und die erste ist einfach mal, Silva hier reinzupacken. Ich muss ehrlich sagen, Carvalho hat zwar defensiv gute Werte, aber 53 Tempo ist schon etwas weniger. Also ich denke mal, alles ab 60 geht in Ordnung, aber 53 ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Deswegen hättest du da die Option, einfach mal Silva reinzupacken. Das wäre dann vielleicht ein bisschen ein offensives Mittelfeld, aber es wird, denke ich, auf jeden Fall noch in Ordnung gehen. Hier könnte man natürlich auch eine andere Karte für Fekir nehmen, irgendeinen Franzosen. Der vielleicht bei Lyon spielt dann noch und dann würde das auch passen, dann wäre es auch nicht mehr so offensiv, aber Silva wäre, denke ich, eine Option. Wenn du das nicht machen willst, dann würde ich dir noch was Besseres raten in meinen Augen, also ich finde diese Option nochmal wesentlich krasser und zwar erstmal hier Pereira reinzupacken, denn der hat wirklich keine schlechten Werte, 70 Tempo, 85 Defending und 89 Physis. Das ist eine absolute Maschine. Der hat einfach ein 85er Rating dieses Jahr bekommen. Okay, das ist natürlich sein Inform. Da habe ich mich jetzt leicht vertan. Ich dachte mir schon, 85er Rating, like, what the fuck? Der ist ja richtig, richtig krass. Ich glaube, der hat eine 83 sonst oder so. Auf jeden Fall könntest du den da spielen. Du hast gesehen, der kostet 50.000 circa. Dann gepaart mit Pereira. Und der ist einfach nur absolut genial. 90 Tempo, dann 81 Defending, 75 Physis. Und du siehst ja, der Inform kostet gerade mal so 23.000, 24.000. Und das ist eine absolut geniale Karte. Also ich würde dir schon empfehlen, die rechte Seite hier so weiter zu bauen. Wenn Pereira dann noch als ZM umgeformt wird, dann hat er auf jeden Fall auch hier seine volle Chemie bzw. 9 Chemistry, wenn er dann Loyalität hat. Dann hat er auch 10 und ich denke mal, so ist das Ganze schon krasser als mit Carvalho und Bellerin in diesem Team. Als nächste Verbesserung hätte ich dann noch Marçal oder ich keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, aber der gefällt mir auch wesentlich besser. Du siehst hier, eigentlich ist Evra nur um 3 Punkte besser bei Defending, aber sonst ist dieser Marçal überall besser. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man den Jungen ausspricht. Ist natürlich auch seine Informkarte, aber kostet halt auch wieder nur 20.000. Und die Karte sieht einfach nur absolut genial aus. Finde ich echt eine sehr interessante Karte, die man auch sonst nicht so oft einbaut. Deswegen würde ich den dazu, ja, zu 100% hinstellen. Also der ist wesentlich besser als Evra. Und dann hätte ich noch einfach, falls du dann immer noch Coins hast, De Gea und Bailly für die Innenverteidigung. Ist natürlich die klassische Verbesserung. Und da würde dann auch wieder jeder auf volle Chemistry kommen. Und so wäre das Team meiner Meinung nach dann nochmal wesentlich stärker und trotzdem noch eben sehr interessant. Es würde trotzdem noch aus einigen Ligen bestehen. Deswegen wäre das auf jeden Fall meine Verbesserung für dieses Team. Also Luca, du kannst dieses Team echt so umbauen. Das ist echt eine richtig, richtig gute Sache und da kann man auch einiges wirklich ändern. Also durch Pereira und Pereira würde das Team natürlich dann doch nochmal ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Klasse annehmen, denn ja, Bellerin ist nicht schlecht natürlich, aber Pereira ist, denke ich, genauso gut mindestens und dieser Pereira, also der Mittelfeld-Pereira, der ist dann nochmal wesentlich besser als der Carvalho im Mittelfeld. Für Bakayoko kannst du natürlich auch Kanté nehmen, aber ich denke mal, ich habe jetzt schon genug geändert an diesem Team, deswegen würde ich da jetzt einfach mal Bakayoko stehen lassen und ansonsten wirklich, dieses Team ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr,
ja, besonders, würde ich sagen, einfach durch die portugiesische Liga und auch hier durch die französische. Das sieht man jetzt einfach auch nicht allzu oft. Und ja, Freunde, damit war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, falls ihr vielleicht mehr dein Team sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht auf jeden Fall am Gewinnspiel teilzunehmen, indem ihr Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation in die Kommentare schreibt. Falls ihr bei der nächsten Dein Team-Episode dabei sein wollt, solltet ihr mir jetzt unbedingt euer Team bei Instagram schicken. Wie gesagt, bitte nicht böse sein, falls ich nicht antworte. Ich gebe da wirklich mein Bestes, auf jede Nachricht auch wirklich zu antworten und mir die anzuschauen. Aber es geht sich zeitlich einfach leider nicht immer aus. Das müsst ihr mir einfach verzeihen. Mit ein bisschen Glück bist du dann eben bei der nächsten Folge dabei. Ich werde vielleicht auch wieder ein Team in einem Stream auslosen. Also, dass ich da einfach mal sage, yo, sendet mir jetzt euer Team auf Instagram und dann werde ich ein Team nehmen von Leuten, die gerade im Stream zuschauen. Deswegen rate ich euch auch immer, vielleicht in den Streams ein bisschen dabei zu sein, denn da werde ich sicher auch ein Team wieder mit reinpacken, das dann eben live aus dem Stream gewählt wurde. Jo, und damit war es jetzt mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.